sieht, wie das aussieht. So, dass er das auch einstellen kann. Leg mal. Ich komme doch gar nicht drauf. Ja, liebe YouTube-Anseher und Anschauer, ich bin Werner Korb, komme aus München. Meine Frau ist Birgit, kommt auch aus München natürlich. Und wir beide Don Bosco besucht in Kambodscha. Wir waren zuerst in Phnom Penh, dann Siem Reap natürlich, Angkor Wat und dann Battambang, Phoi Phet. Und nun sind wir hier in Kep gelandet, in einem Ort, den wir vor einem Jahr schon einmal besucht hatten, wo wir uns sehr wohl fühlen, wo wir das Gefühl hatten, als wir durch das Eingangstor hineinkamen, dass wir in unsere Familie zurückkommen und dass die Buben und Mädchen, die Girls and Boys, Vater Albero und alle, die hier leben, uns ganz herzlich aufgenommen haben. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier, weil wir in Deutschland viele Kontakte hatten schon zu Don Bosco, zu der wunderbaren Arbeit von Don Bosco mit den Jugendlichen in München und auch in der Don Bosco Mission in Bonn. Cambodian Dictionary. It's like a Bible, huh? Yeah, it's a language. Like mehr. Checking your work. Huh? Checklist. Students. Here? Yeah, they're still there in the first year. Ah, from yeah. You have a lesson now or not? No? Lesson? It's a lesson. Also, wir stehen jetzt hier vor einer wunderbaren Eingangstür. Es sieht aus wie ein Tempel. Es gibt ja viele Tempel in Kambodscha, viele buddhistische Tempel, sehr schöne Tempel. Aber hier kann man lesen, Visserhaus. John Visser ist ein Holländer, Visser. Johannes Visser aus Holland, der seit 20 Jahren hier in Kambodscha tätig ist, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Orten und Städten. Und hier offensichtlich auch ja, mit Kep gegründet hat, Sihanoukville mit betreut hat als Direktor, heute jetzt, wir haben ihn getroffen, in Phoi Phet lebt, natürlich älter geworden wie wir alle. Und was uns besonders begeistert hat, hier sind ja Jugendliche in der Schule, Mädchen und Buben. Aber es gibt keine schlimmen Konflikte zwischen den Mädchen und Buben. Auch die Mädchen und Buben schlafen als Border hier in den Häusern. Natürlich getrennt, aber ohne großen Aufwand. Es geht alles ganz zügig und ohne große Diskussionen vonstatten. Und jetzt stehen wir hier vor diesem Haus. Hier hinten sehen Sie, Miserio hat ja auch gespendet für das Haus. Und hier etwas, was mich besonders erstaunt hat. No man older than two allowed after this area. Heißt zu Deutsch, hier darf niemand hinein, weil hier die Mädchen wohnen in diesem Gebäude, der älter ist als 2 Jahre. Aber ich bin natürlich hineingegangen und habe sogar Aufnahmen gemacht. Und zum Schluss habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich habe jetzt eine schwere Sünde begangen. Aber als Arzt habe ich mir gedacht, darf ich überall hingehen und Aufnahmen machen und auch mit den Mädchen sprechen. Aber trotzdem, hier nicht älter als 2 Jahre und dann muss er draußen bleiben. Und so läuft es auch hier ab, ohne große Polizei, die hier wacht. Die Mädchen halten sich an die Gebote, die Schüler auch. Und das ist eine ganz großartige Sache. Komm her. Komm. Schau hier, guck. Hier, Kamera, guck. Gut. Hey, hey, boy and girl. Gut. Hey, hey, hey. Gut. Ah, danke. Oh. Ganz gut. Vielen Dank. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Don Bosco, den habe ich gelesen natürlich. Ich habe ihn ja nicht mehr erlebt, lieben Don Bosco.
jeder Jugendliche ist wertvoll. Jeder Jugendliche, ganz gleich woher er kommt, jeder Jugendliche ist wertvoll. Und noch ein wunderschöner Spruch von Don Bosco, der uns irgendwie auch in Zeiten, wo es nicht so gut geht, auch mit, ja, mit der Hilfsbereitschaft vielleicht etwas abnimmt. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Die Spatzen sitzen ja überall auf dem Baum und pfeifen. Und Gutes getan wird hier auch überall. Und Fröhlichkeit ist auch überall, wo man hier in Kambodscha sich herumgeht. Überall ist ein Lachen auf den Gesichtern. Überall ist Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also für uns ein ganz großartiges Zeichen. Trotz der Armut, die hier herrscht, das soll jetzt nicht bedeuten, dass hier alles gut ist. Nein, hier ist nicht alles gut. Hier ist vieles, vieles im Argen. Das Gesundheitssystem, die Gesundheit überhaupt, die Problematik mit den Infektionskrankheiten, kein Geld für Medikamente, kein Geld für die Schule, kein Geld für Essen. Ja, wenn man auf die Dörfer geht, keine Hygiene. Nichts, was wir alles in Europa kennen, von all dem findet man auf den Dörfern nichts. Da ist sehr viel zu tun. Es muss sehr viel getan werden. Und es kommen tatsächlich viele unterernährte Kinder hierher. Und aus diesem Fundus